Schatten. Nett. Von den Leichen mal ganz abzusehen. Oh nein. Ich wette, wir werden einfach erschossen, wenn wir da reinkommen. Insofern, Geduld. Nö, das wird nichts. Andere Richtung. Tricky. Ich glaube, das reicht. Nein. Okay, dann nicht. Verdammt. Jetzt aber. Okay. Das wäre so cool, wenn diese wenn diese scheiß Scheinwerfer einfach gar nichts machen würden und man sich solche Paranoias schiebt. Ach Gott. Na? Ist unser Freund wieder da? Wie es aussieht, nicht. War das hier nur, um mich aufzufangen? Ist das hier ein abgeschlossener Bottich? Ich glaube fast. Well. Okay. Du, Hans, guck in die Luft. Ich habe dieses Loch gerade nicht gesehen. Mann, ich wäre gerne in dem Raum geblieben. Also, nicht weil er so schön ist, sondern weil ich wissen will, was da... Jetzt ist die Tür zu. Schön. Ich habe gerade so die Orientierung verloren. Noch eine merkwürdige Tür. Hallo? Ah, jetzt sind wir hier. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Da unten ist eine Videokassette.
Till I see the end. Vielleicht ist ja rechts mehr. Wer weiß. Irgendwie will ich da nicht runter. Okay, immerhin ist da eine Leiter. Was gleichzeitig bedeuten könnte, dass wir gleich ganz schnell wieder diese Leiter hoch müssen. Ich glaube, hier ist nichts. Das passiert sofort, oder? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier nötig ist. Ich weiß zwar noch nicht, wieso. Aber warte mal. Hat einen Grund, wieso hier Schrägen sind. Perfekt. Oh, und dann können wir wieder die Tür hoch. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich da gerade eben diesen Ausgang... Nee, okay, alles gut. Ich dachte gerade, wir müssen das Teil eventuell mitnehmen, aber... Vielleicht ist das gar nicht nötig. Wieso steht hier das Wasser eigentlich falsch rum? Ist es da oben noch ein Knopf? Das heißt, wir brauchen dieses Teil doch. Great. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir doch das hier zumachen. Und das durch den Weg schieben, den ich da vorhin aufgemacht habe. Ich hoffe, das Teil ist wasserdicht. Das klappt ja gut. Oh, okay. Ich habe falsch rum gedacht, aber das Richtige gewollt. Das ist immerhin etwas. Moment. Wir machen das nämlich wie folgt. Einmal starten. Schwupp. Und dann nehmen wir den Umweg. Ohne die Kiste. Ist sowieso irgendwie einfacher. Gut. Und wer hängt da überhaupt dran? Sind das mehr von den Wasserleichen? Oder sind es die typischen Zombies? Ich schätze mal, wir werden es gleich erfahren.
Oh, I see. Ich hoffe doch, da ist jetzt Platz. Gut. Das Teil war doch am Anfang. Habe ich das damals auch schon gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt erzähl mir nicht, das hier ist nur ein Secret. Und ich müsste hier... Oh, goddammit. Nö. Hier gibt's definitiv nicht mehr. Well. Was dann? An den Teilen kann ich mich nicht hochhangeln. Kann ich einfach mich ins Wasser katapultieren? Vielleicht? Nope. Ich meine, was bleibt sonst übrig? Doch höchstens diesen Kasten mit nach links zu nehmen. Aber da habe ich nichts gesehen. Oh, warte. Wieso habe ich das nicht gesehen? Gut, die müssen im Tandem arbeiten. Ich merke schon. Das heißt, erst du. Das hat nicht gereicht. Ich glaube, ich mach's andersrum. Oder brauchen wir noch einen dritten? Nee, das ist unwahrscheinlich. Ich muss einfach nur schnell sein. Kann das sein, dass der viel länger braucht? Oder wir machen die andere Taktik, von der ich nicht weiß, ob die so viel bringt. Nächste Idee. Nein, komm schon, geh hoch. God damn it. Aber so funktioniert's. Yeah. Man sieht das schon wieder einladend aus. Oh boy. Der hat sich bewegt. I have a bad feeling about this. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber das sieht irgendwie aus, als könnte man sich daran festhalten. Okay. Was war das jetzt? Eine Energiezelle oder so? Wow.
ist mir wieder zu still. Auch wenn ich diese Parts eigentlich mag, in denen einen nichts anspringt. Okay, mehr Zombies. Und eine leere Wand. Und eine Kiste, die ich mit... Dann machen wir das einfach mal, weil wer weiß. Kisten sind immer nützlich. Ey. Genius! Boah, bin ich froh, dass ich diese Kiste mitgenommen habe. Was wäre passiert, wenn er mich gesehen hätte? Hätte mich dann der Gabelstapler aufgespießt oder was? Naja. Ich bin froh, dass wir das nie herausfinden werden. Wow, wieso ist der Ton jetzt komplett weg? So kommt bestimmt das Wasser runter. Ja. Kriege ich so die Kiste auf die andere Seite. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich sie brauche, aber... Oder sind das wieder Menschen, die mich nicht sehen dürfen? Nee, aber die hätten mich dann gerade eben gesehen. Was weiß ich. Was ist das hier, so eine Art Testkammer? Boah, das ist echt creepy ohne Sound. Okay. Gerade so hoch, dass die Kiste nicht erwischt wird. Na, yes. Ah, shit. Ich muss die Schotten aufkriegen. Oh, ich verstehe es jetzt. Na toll. Die Kiste hätte gar nicht rüber gemusst. Wieso ist es so still? Dadurch wirkt das fast noch mehr, als würden wir nur durch diese Scheibe beobachtet. So, jetzt. Nee, ah. Damit. Ich denke mal, das reicht. Ja, bestimmt. Ah, Ton, schön.
ich halt immer noch Ausschau nach dieser Wasserleiche, sobald ich unter Wasser gehe. Aber die scheint uns ja jetzt nicht mehr ertränken zu können. Und hier geht's wieder runter. Okay, da ist ein Kerl. Da sind viele Kerle. Was tut ihr? Okay, sie gehen. Ich hoffe, die Luft ist rein. Tut mir leid, dass ich gerade so wenig kommentiere, aber ich bin gerade so fasziniert von dem Level-Design. Und wie es aussieht, fehlt noch irgendwas. Irgendwas, um da oben an den Schalter zu kommen. Und ich hoffe, es ist in Raum 4 zu finden. Das sieht auf jeden Fall nach irgendwas aus. Oh. Really? Hast du mich jetzt oder lauft ihr einfach hinterher? Oh, wie sehen die aus? Hier, ihr wollt mich doch bestimmt werfen, oder? Oh Gott. Was bin ich, der Auserwählte oder so? Da komme ich nicht hin. Irgendwas braucht's, um höher zu kommen. Hey. Lecker. Oh, warte kurz. Sind das diese Würmer? Heißt das... Den Menschen werden diese Würmer verfüttert, damit sie gehörig werden. Alter! Nicht cool. Oh, warte mal, ich habe eine Idee gerade. Das könnte funktionieren. Denn wenn wir nicht an den Schalter dran kommen, kommen wir vielleicht an diesen Hebel. Und dann kommt der Wasserspiegel runter. Und dann könnt ihr mich ins Wasser werfen. Von da aus komme ich dann dahin. Einmal hoch, bitte. Jawohl. Aber wieso kann ich die Typen jetzt kontrollieren, obwohl ich nicht diesen merkwürdigen Hut aufhab? Ist irgendwas dazwischen passiert, was ich schon wieder vergessen habe? So. Ihr fangt mich, ne? Ich hoffe es doch. Danke.
Join the Horde. Ich wette, die wollen ihn töten, weil der irgendwie diese ganzen Viecher kontrollieren kann. Und die Angst haben, dass der dann einen nicht darunter springt. Dass der dann einen Aufstand plant oder so. Hey, wie wär's, wenn ihr mich darüber werft? Das wäre voll die gute Idee, oder? Die Idee war gut. An der Ausführung hat es ein bisschen gehapert. Das gebe ich zu. Jawohl. Und alle sind tot. Schön. Wobei sie wegen der... Oh, das ist aus dem Trailer, oder? Hm. Wobei sie wegen dieser Würmer wahrscheinlich weiterleben. Was sagt mir dieser Raum jetzt? Nichts. Höchstens, dass ich da irgendwie unten hin muss. Kann ich da hoch irgendwie? Oder kann ich euch jetzt als Kissen missbrauchen? Probieren wir es. Die leben tatsächlich noch. Das ist ja fast schon gruselig. Okay, blutige Schleifspuren. Und... Oh, ich kann nicht runterholen. Oder hoch? Dann wohl hoch. Bitte werdet jetzt nicht zerquetscht. Wo lang genau? Könnt ihr jetzt hier runterfallen, oder wie? Aha! Elegant. Sehr elegant. Gut, und jetzt kann ich hier hoch. Wenn ich herzlich wenig sehe. Ah! Gut, jetzt sind wir hier. Und jetzt könnte ich theoretisch... nicht mehr die Leute mitnehmen. Never mind. Was sind das dann immer für Disco-Kugeln? Oh, das wäre einfach nur ein Geheimnisraum, oder wie? Hi. Das heißt, ich müsste da irgendwie hochkommen. Nee. Das ist extrem pointless, was ich hier tue. Und das ist, glaube ich, echt nur ein Easter Egg-Raum. Eventuell müsst ihr einfach mit nach links kommen. Werden wir sehen. Oder weiter runter, das kann natürlich auch sein. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um. War ich hier überhaupt schon mal? Nee, oder? Oder? Oh, doch, hier sind wir. Oh, okay. Toll. Ja, dann wohl den Fahrstuhl runter, was? Sind alle da?
Ah, bestimmt brauche ich euch alle, um die Kiste hier hochzuziehen. Die Kiste vor allem. Tür. Oh! Okay. Da sind mehr Leute, die irgendwie nicht willenlos aussehen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Helft mir mal bitte hoch. Danke.